Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir stehen hier vor deinem Angesicht, um dein Wort zu hören. Schenke uns Kraft und Konzentration, die wir benötigen, mit deiner Hilfe, durch deinen Geist, dass wir die Botschaft verstehen, begreifen und daraufhin auch fest in unserem Herzen tragen. Sei mit unserem Bruder Andreas Schreiber, der dein Wort in deinem Auftrage hier in Aachen, in der Aachener Adventgemeinde verkündigt. Öffne unsere Herzen. Halte alles Störende von uns fern und lass uns in Frieden und in Freude in unserem Herzen deine Botschaft hören. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute eine bekannte Geschichte erzählen aus der Bibel, von der ich denke, dass viele diese Geschichte hier schon kennen, schon vielleicht seit der Kindersabbatschule. Nämlich die Geschichte von Daniel und der Löwengrube. Aber ich werde heute nichts über die Löwengrube reden. Mir ist in dieser Geschichte ein anderer Aspekt wichtig geworden, den ich mit euch teilen möchte. Der Kontext in dieser Geschichte war der, dass das Volk Gottes seit 70 Jahren schon in Babylon ist. Sie wurden verschleppt und sie wurden als Juden dort umerzogen. Sie sollten dort essen wie die Babylonier, sie sollten lernen, was man in Babylon halt so lernt, sie sollten leben wie die Babylonier, sogar ihre Namen wurden geändert, damit sie babylonisch klingen. Sie sollten ein neues Leben beginnen und auch Gott hat ihnen gesagt, dass sie diesen Weg erstmal gehen sollen. Jeremia sagt den Weggeführten, dass sie sich in Babylon Häuser bauen sollen, dass sie dort Kinder kriegen sollen, dass sie sich dort vermehren sollen und dass sie für die Stadt das Beste suchen sollen und für die Stadt beten sollen. Aber sie sollen trotzdem an Gott festhalten. Jetzt, 70 Jahre später, können sich wahrscheinlich die wenigsten Leute daran erinnern, wie es überhaupt damals in Juda gewesen ist. Die allerwenigsten waren damals noch auf der Welt. Die wenigen, die sich daran erinnern können, wie es damals ausgeschaut hat in Juda, in Jerusalem, die sich daran erinnern können, haben sich längst an das Leben in Babylon gewöhnt und sie gehen wahrscheinlich langsam ihrem Lebensabend entgegen. Auch Daniel müsste zu diesem Zeitpunkt schon eher älter gewesen sein. Wenn er mit circa 18 Jahren verschleppt wurde, ist er jetzt zu diesem Zeitpunkt, 70 Jahre später, 88 Jahre alt. Hat ein stolzes Alter, hat 70 Jahre lang gearbeitet am Königshof und immer als einer der obersten Beamten. Und jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um in Rente zu gehen. Und es gibt sogar einen guten Anlass. Es gibt einen Wechsel an der Spitze, das ganze Personal wird neu geordnet. Jetzt, nach 70 Jahren, wurde Babylon erobert und es ist ein neuer König an die Macht gekommen. Perfekter Zeitpunkt, um für Daniel zu sagen, hier höre ich jetzt auf. Und ich möchte mit euch lesen, in Daniel Kapitel 6. Wie die Geschichte ausschaut. Daniel Kapitel 6. Ich möchte die ersten drei Verse lesen in Daniel 6. Daniel Kapitel 6, Verse 1 bis 3. Da heißt es: Und Darius, der Meder, empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Also Daniel darf leider noch nicht in Rente gehen. Er wird immer noch am Königshof gebraucht. Er soll als einer von den drei mächtigsten Ministern dort für den König arbeiten und dort dienen. Das heißt weiter, Vers 4.
dass sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Also Daniel war schon in einem fortgeschrittenen Alter, aber der König sieht in Daniel etwas ganz Besonderes, einen vortrefflichen Geist, und sagt, nee Daniel, ich brauche dich noch und ich brauche dich nicht nur als einen der drei Wichtigsten, eigentlich als den Wichtigsten. Das Buch Daniel beschreibt immer wieder, wie sich Vertrauen in Gott auszahlt. Die Entscheidung, die Daniel am Anfang getroffen hat, da mit dem Essen, dass er loyal Gott gegenüber ist, diese Entscheidung zahlt sich 70 Jahre später immer noch aus. Gott schenkte Daniel damals Weisheit und der König Darius erkennt, dass in Daniel ein vortrefflicher Geist ist und möchte ihn noch mehr befördern. Und die Minister, die erst als Dreiergespann eingesetzt wurden, die haben da was dagegen, dass sie gleich wieder abgesetzt werden und dass Daniel alleine ihre Position belegt. Und sie ziehen sich mit den Satrapen zurück und schmieden einen Plan und überlegen sich, wie sie Daniel loswerden können. Und ihre Strategie ist nicht einfach abzuwarten, bis dieser 88-jährige Daniel irgendwann selber keine Kraft mehr hat und das Amt von sich aus niederlegt, sondern ihre Strategie ist, ihn in einen Gewissenskonflikt zu bringen. Sie wollen ihn zwingen, aufzuhören. Sie wollen ihn zwingen, dass er sich entscheidet, wem er dienen möchte, Gott oder dem König. Und wenn er sich für Gott entscheidet, entscheidet er sich gegen den König und sie werden ihn los. Wenn er sich für den König entscheidet, können sie immer noch sagen, hey Daniel, du bist Gott so lange treu gewesen und bei der ersten Kleinigkeit wirst du ihm untreu und läufst einem anderen König hinterher. Wie loyal wirst du deinem König sein? Auch so werden sie irgendwelche Argumente finden können, um ihn in Rente schicken zu können. In jedem Fall möchten sie Daniel loswerden. Und ich möchte weiterlesen, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs und die Vorsteher und Satrapen, die Räte und die Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Also sie machen dem König Darius jetzt diesen Vorschlag, dass niemand irgendeine Bitte an einen Menschen oder an einen Gott richten darf, als nur an den König. Und dieser Vorschlag macht aus der Sicht von König Darius wirklich Sinn. Aus der Geschichte wissen wir, dass die vorherigen Könige, vor allem der letzte König in Babylon, Probleme mit den Priestern hatte. Es gab so einen gewissen Machtkampf. Und die Priester hatten so viel Macht, dass sie kurz davor waren, einen Umsturz im Land zu organisieren und der König Nabonid musste aus dem Land fliehen und hat seinen Sohn Belsazar eingesetzt als König in der Zeit, wo Nabonid weg ist. Und Belsazar hat versucht, sich den Priestern wieder einzuschleimen, hat versucht, wieder etwas für die Priester zu tun, hat gesagt, lass uns große Feste feiern, alle sind eingeladen, wir haben uns doch alle irgendwie lieb, wir gehören doch zusammen und wir hassen doch die anderen Götter alle. Und so hat Belsazar versucht, wieder gut mit den Priestern zu kommen und hat andere Götter verspottet. Die Geschichte können wir in Kapitel 5 lesen, in Daniel Kapitel 5. Und jetzt ist Darius neu an der Macht und es macht Sinn, dass er zu Beginn seiner Herrschaft erstmal ein Statement setzt. Dass er allen Priestern klar macht, dass er die Macht hat. Zumindest mal 30 Tage lang, dass niemand zu irgendwelchen Leuten oder zu irgendeinem Gott kommen soll, als nur zum König. Dann weiß jeder, dass er der mächtigste Mann im Reich ist. Und die Priester trauen sich nicht, nochmal irgendwie so einen Aufstand anzufangen. Also für Darius macht das Sinn und er geht auf den Vorschlag ein. Aber
Wie reagiert Daniel? Es heißt in Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte und fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel ist hier in Lebensgefahr und Daniel betet trotzdem. Und Daniel betet vorm offenen Fenster nach Jerusalem hin, dass alle ihn sehen können. Warum macht Daniel sowas? Warum geht Daniel nicht einfach irgendwo hin, wo ihn niemand sehen kann, um zu beten? Jesus sagt im Neuen Testament, dass man sich zum Beten in das stille Kämmerlein ziehen soll. Dass man nicht öffentlich beten soll, sondern dort, wo ihn einem keiner sieht. Jetzt hat Daniel Jesus leider nicht gekannt, hat vor Jesus gelebt, hat das Neue Testament nicht lesen können. Aber Daniel war der weiseste Mensch zu dieser Zeit. Und Daniel hat sicher die Idee gehabt, ich könnte immer noch weiter beten, aber halt einfach im Verborgenen. Um zu verstehen, wieso Daniel so handelt, glaube ich, müssen wir einen kleinen Sprung machen und im Kapitel 9 ein bisschen was lesen. Die Kapitel 7 und 8, die ich jetzt überspringe, in diesen Kapiteln werden Visionen beschrieben, die chronologisch vor den Ereignissen von der Löwengrube passieren. Nach den Kapitel 7 und 8 passiert dem Daniel das, was hier in Kapitel 6 passiert, und das Kapitel 9 ist zur gleichen Zeit wie das Kapitel 6. Chronologisch gesehen. Es spielt zur exakt selben Zeit wie die Löwengrube. Und deswegen möchte ich Kapitel 9, 1 bis 3 lesen. Dort heißt es, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten und im Sacktuch und in der Asche. Also, Darius wird der neue König und Daniel studiert. Und Daniel studiert Jeremia und in genau dem Kapitel, in dem Jeremia zu den Weggeführten sagt, baut euch neue Häuser, gründet Familien und sucht der Stadt Bestes, betet für sie. In demselben Kapitel sagt Jeremia, dass es 70 Jahre lang dauert, bis sie wieder heim können. Und Daniel studiert das und sieht, diese Zeit läuft jetzt ab. Jetzt sollten wir eigentlich wieder nach Hause gehen können. Und Daniel betet. Und aus dem Grund, weil er möchte, dass sich diese Verheißung erfüllt, betet er vor dem Fenster, und zwar in Richtung Jerusalem. Und Daniel tut das, weil er sich auf einen anderen Bibeltext noch bezieht. Einen Bibeltext aus dem Königebuch. Als Salomo den Tempel gerade neu gebaut hat, und ihn einweiht, spricht Salomo das längste Gebet, das wir in der Bibel finden können. Und in diesem Gebet, was er da sagt, auch das möchte ich noch mit euch lesen, das finden wir in 1. Könige Kapitel 8, die Verse 46 bis 50 möchte ich lesen. 1. Könige 8, 46 bis 50. Da heißt es, Salomo spricht in dem Gebet, wenn sie gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, sodass ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes, sei es fern oder sei es nah, und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in dem sie gefangen weggeführt wurden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Wenn sie so zu dir umkehren, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele in dem Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir,
zu ihrem Land hingewandt und zu ihren Vätern, das du ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich in deinem Namen gebaut habe. So höre du im Himmel, in deiner Wohnstätte ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen, die sie gegen dich begangen haben. Und lasse du sie Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, sodass sie sich über sie erbarmen. Also Salomo bittet Gott schon mal im Voraus für die Vergebung, für die Sünden, die das Volk noch gar nicht getan hat. Und Salomo sagt dem Volk hier im Gebet, was sie tun sollen, wenn sie einmal verschleppt werden. Sie sollen nämlich in Richtung von ihrem Land beten, in Richtung von ihrer Stadt und in Richtung ihres Tempels Jerusalem. Und sie sollen um Vergebung bitten. Und Daniel tut genau das in Daniel Kapitel 9. Er betet um Vergebung für das Volk und er betet dabei in Richtung Jerusalem, Kapitel 6. Und er tut das dreimal täglich. Er betet zur Zeit des Morgenopfers, zur Zeit des Abendopfers und noch einmal dazwischen. Und gerade jetzt, wo Daniel anfängt, dreimal täglich für Vergebung zu bitten, dreimal täglich dafür zu bitten, dass Gott sie wieder nach Hause führt, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, gerade da, wo Daniel anfängt, wirklich ernsthaft zu beten, kommt ein Verbot, dass niemand beten darf, 30 Tage lang, zu irgendeinem Menschen oder zu einem Gott, außer zu dem König. Da kann man fast meinen, da steckt nicht nur der Plan der Satrapen und der Minister dahinter, sondern der Plan eines Größeren, der möchte, dass Daniel hier nicht betet, dass das Volk nicht wieder heimgeführt wird. Daniel stellt sich hier die Frage, wie er reagieren soll. Soll er weiter nach Jerusalem hin beten, so wie es Salomo gesagt hat? Soll er sich auf die Bibel verlassen und sagen, genau so bete ich weiter? Soll er um die Sünden, um die Vergebung für die Sünden bitten, Gott anflehen, dass er die Verheißung aus Jeremia wahrmacht? Oder soll er sich zu Hause in seinem Kämmerlein verstecken? Immer noch weiter beten. Aber wie würden dann die anderen Juden reagieren, für die Daniel wahrscheinlich auch ein Vorbild ist? Die meisten Juden waren damals noch nicht mal auf der Welt, als sie verschleppt wurden. Die meisten haben Jerusalem noch nie in ihrem Leben gesehen. Warum sollten jetzt sie ausgerechnet aufstehen und sagen, nee, wir beten genauso, wie Salomo das gesagt hat? Warum sollten gerade sie dafür beten, wieder zurückzukommen in ein Land, das sie gar nicht kennen, wenn sich nicht mal Daniel traut, das zu tun? Daniel tritt hier auch als Vorbild auf. Er ist einer der mächtigsten Männer im Land und die anderen schauen auf ihn. Nicht nur die Leute, die ihn fangen wollen, beobachten ihn, sondern auch die, die sich vielleicht unsicher sind, wie sie jetzt in dieser schwierigen Zeit handeln sollen, wie sie in dieser schwierigen Situation, was sie tun sollen, lohnt es sich weiter zu beten. Und Daniel geht vor das Fenster, wo ihn jeder sehen kann und sagt, ich bete weiter. Und er betet, wie er es gewohnt war, dreimal am Tag. Und er betet ziemlich viel, wenn man das Gebet in Daniel Kapitel 9 liest. Das ist das zweitlängste Gebet der Bibel. Und was er tut, ist im Sinne Gottes. Also es gibt Situationen, in denen es besser ist, ins stille Kämmerlein zu gehen. Zur Zeit von Jesus war es gerne gesehen, dass Leute beten. Wer viel und lange gebetet hat, der galt als besonders fromm. Und gerade zu diesen frommen Leuten spricht Jesus in der Bergpredigt. Und es sagt, Matthäus Kapitel 6, Verse 5 bis 8, und wenn du betest, sollst du nicht so sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und in den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten.
Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um der vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Also, wenn du in Gefahr stehst, dich selber zu erhöhen, zu sagen, was für ein toller Mensch du bist, dann sagt Jesus, es ist besser, ins stille Kämmerlein zu gehen. Es ist besser, dorthin zu gehen, wo dich niemand sehen kann, außer der Vater, und der wird dich erhören. Aber es gibt Situationen, wie in Daniel, in denen es auch gut ist, als Vorbild voranzugehen, offen zu beten, so wie Daniel, seinen Glauben offen auszuleben. Und Daniel hat dafür, was er getan hat, kein Lob erwartet, wie die Leute zur Zeit Jesu. Es konnte für ihn eigentlich nur negativ enden. Und trotzdem hat er weiter gebetet. Wenn man andere damit motivieren kann und ihnen einen guten Grund gibt, auch zu beten, ist es gut, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und zur Zeit Daniels war das genau das sehr wichtig. Daniel war wahrscheinlich 88 Jahre alt und war einer der wenigen, die alt genug waren, sich an die Zeit erinnern zu können. Er hatte die Erfahrung gemacht, um zu verstehen, was wichtig ist in dieser Situation, wie wichtig es ist, zu beten. Die Jüngeren hatten ein schönes Leben, Häuser, Kinder und vielleicht auch nicht deswegen nicht die gleiche Motivation wie Daniel. Von Daniel heißt es, dass er dreimal am Tag gebetet hat. Darius sagt dann mehrmals auch, dass er Gott ohne Unterlass dient, dass er ohne Unterlass betet. Und das Wort, was in Daniel Kapitel 6 für ohne Unterlass genommen wird, kann auch mit beständig übersetzt werden und ist im Aramäischen das gleiche Wort wie das hebräische Wort, was in Kapitel 8 benutzt wird für das Wort täglich oder beständig. Daniel und den anderen Juden wurde das tägliche, das beständige Gebet weggenommen. Und in Kapitel 7, Kapitel 8 sieht Daniel Visionen, die zwar nicht chronologisch passen, aber thematisch ganz gut zwischen 6 und 9 einpassen. Und er sieht, wie dort ein kleines Horn aufkommt. Und es versucht, sich selber an die Stelle Gottes zu setzen. Und das kleine Horn nimmt den Gläubigen das tägliche, das beständige weg. Das kleine Horn möchte die Beziehung zu Gott kaputt machen. Und wie das aussehen kann, hat Daniel schon in Kapitel 6 erlebt, dass ihm nämlich verboten wird, eine Beziehung zu Gott zu führen. Dass ihm verboten wird, diese Beziehung ohne Unterlass auszuüben. Ich möchte jetzt hier nicht die Kapitel 7 und 8 ins Detail auslegen. Es geht in den Visionen beim Täglichen, was das kleine Horn wegnimmt, auch um mehr als nur das Gebet, aber auch. Ich möchte sagen, dass es wichtig ist, dass wir uns heute auch nicht das tägliche Gebet wegnehmen lassen. Und ich sehe auch heute uns als Jüngere da in größere Gefahr. Auch wir haben ein schönes Leben, wir haben viele Ablenkungen, viele Sachen, die toll sind. Wir haben ein Handy, Computer, Internet, viele Sachen, die man dort machen kann, viele Videos, die man schauen kann, viele Spiele, die man spielen kann, viele Ablenkungen, die uns das tägliche Gebet, die Beziehung zu Gott wegnehmen können. Und wir Jugendlichen, wir Jüngeren brauchen jemanden wie Daniel, der uns auch mal an die Hand nimmt, vorangeht und für uns betet, der mit uns betet. Jemand, der uns motiviert, uns einlädt zu Gebetstreffen, der uns hilft, das tägliche Gebet wirklich wahrzunehmen, es uns nicht wegnehmen zu lassen. Dass wir keine Ausnahme machen und sagen, naja, einmal 30 Tage geht schon in Ordnung. Und deswegen möchte ich gerade hier die Leute, die mehr Erfahrung haben, bitten, nehmt euch Daniel als Vorbild und helft uns. Und alle Jüngeren hier, auch denen möchte ich sagen, lasst uns Daniel als Vorbild nehmen und nicht aufhören zu beten.
Auch wenn es viele Dinge gibt, die uns Zeit rauben, lasst uns daran denken, dass wir uns nicht die Zeit fürs Gebet rauben lassen wollen. Und wenn es doch passiert, wenn wir keine Zeit für Gott haben, obwohl wir es eigentlich wollen, wenn wir ihn vergessen haben, dann lass uns an Salomo denken, der gebetet hat und gesagt hat, dass jeder Mensch sündigt, dass Gott aber uns vergeben möchte und dass wir jederzeit zu ihm kommen können, egal in welchem Land wir sind. Wir müssen dafür nicht mal uns nach Jerusalem drehen, wir müssen dafür nicht mal zum Tempel beten. Es reicht schon, wenn wir ins stille Kämmerlein gehen und ein Gebet sprechen zum Vater, der in das Verborgene sieht. Und er wird uns erhören. Und er wird uns vergeben. Und Gott möchte uns alle, ob jetzt alt oder jung, Gott möchte uns wieder zurück ins eigentliche gelobte Land führen. Lasst uns darum beten. Amen. Lieber Gott, danke für dein Wort und die Geschichten, die wir darin lesen können. Danke dir, dass diese Geschichten uns ermutigen, unsere Beziehung zu dir immer wieder neu aufzunehmen und ohne Unterlass an dir festzuhalten. Herr, bitte vergib uns, wenn wir das nicht tun, und hilf uns, täglich, beständig, ohne Unterlass zu dir zu beten. Und danke, dass du deine Verheißung dann erfüllen möchtest und dass du uns in das himmlische Kanaan, in den Himmel führen wirst. Amen. Amen.